Leute, willkommen zurück zum neuen Video von mir. Ich habe heute ein aufgebraucht Video. Und zwar habe ich wieder die letzten paar Monate ein bisschen gesammelt. Und das möchte ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Ich zeige euch nur kurz so einen kleinen Überblick in meiner fancy schmancy Box. So sieht das aus. Und damit das Video nicht unnötig lang wird, fangen wir auch gleich an damit. Die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass jetzt die Balea Kaltbackstreifen mit dem Bikini-Zone kommen. Ich habe diesmal zwei Stück. Natürlich darf nicht fehlen eine Mundspülung, und zwar von Odol Med 3, die Complete Care Fresh Mint. Das ist die hier. Was auch nie fehlen darf, glaube ich, in einem von meinen aufgebrauchten Videos ist, beziehungsweise sind die Garnier Skin Active mit Zellenreinigungswasser All-in-One. Einmal habe ich hier das für trockene und empfindliche Haut. Das ist halt das mit der pinken und das ist das mit der rosanen. Das ist für normale und empfindliche Haut. Ich variiere immer zwischen denen und wie ihr sehen könnt, da ist es ja die 700ml Version, was ich eigentlich viel mehr brauche als jetzt hier die 400ml, weil das geht mir doch sehr schnell leer, weil ich das halt nicht nur zum Schminken entfernen verwende, sondern auch zum, also wenn ich morgens aufstehe, praktisch so fertig damit. Den Schmutz, der sich in die Nacht gelagert hat. Und dann habe ich aufgebraucht ein Trockenshampoo, und zwar von Batiste Trockenshampoo Plus mit einem Hauch von Farbe in Divine Dark. Das ist das für dunkle Haare und ich liebe das. Ich kaufe das auch immer wieder nach. Witzigerweise habe ich es jetzt nicht nachgekauft. Ich habe mich wieder an das von Balea getraut. Und aber im Großen und Ganzen wirklich ein super, super Produkt. Auch schon lange, lange auf YouTube gehypt. Dann mache ich weiter mit einer Handseife, und zwar von Balea, die Sweet Wonderland Vanille und Rosenduftseife. Das war eine Limited Edition. Der Duft war okay, aber jetzt vom Duft her war es okay. Es war jetzt nichts Bewegendes, würde ich jetzt sagen, war ganz okay. Dann habe ich noch ein Trockenshampoo aufgebraucht, und zwar das von Girls Only Hair Care Dry Shampoo. Das sind 150ml für Dark and Deep Brown Hair. Das sieht so aus. Das gibt es eigentlich nur bei uns im Bipa und sonst, glaube ich, nirgendwo. Also ich habe es nirgendwo anders gesehen, außer beim Bipa. Ich fand das Trockenshampoo, wie soll ich sagen, ich fand es okay. Also es war jetzt nicht, das Problem war eigentlich damit, dass wenn ich es aufgetragen habe, es am Anfang braun war und das irgendwie dann weiß wurde. Also der Staub auf meinem, also das Puder auf meinem Kopf. Und das fand ich nicht so geil, ehrlich gesagt, weil für was wird es dann hell, wenn es am Anfang braun ist? Also versteht, was ich meine? Aber im Großen und Ganzen war es okay. Also es hat das überschüssige Fett von meinen Haaren genommen, will ich mir nachkaufen. Eventuell, wenn ich wieder zu geizig wäre, mir das Batiste Trockenshampoo zu kaufen, was by the way in Österreich 5 Euro kostet, dann würde ich auf jeden Fall zu dem greifen oder, wie ich jetzt dazu gegriffen habe, zu dem von Balea. Dann habe ich aufgebracht ein Deo, und zwar von Rexona, das Motion Sense Stress Control for Stressful Days, 48 Stunden. Das ist halt das, dieser, nicht Roll-On, sondern dieses, wie heißt es denn? Also diese Stick-Version. Ich fand das auch ganz okay. Ich hatte jetzt auch keine Mangel, Duft war okay. Also bei mir war es alles okay. Also bei Deos lege ich eigentlich grundsätzlich darauf Wert, dass sie nach gar nichts riechen und dass sie halt den Schweiß überdecken, halt praktisch. Also den Geruch. Und das hat es gemacht. Würde ich es mir nachkaufen. Eventuell eher so im Sommer. Also nein, eher so im Herbst, Winter, weil ich finde, dass es nichts für den Sommer ist, weil es doch was Leichteres ist, würde ich jetzt sagen, meiner Meinung nach. Weiter habe ich ein Duschgel aufgebracht, und zwar von Palmolive Gourmet, das Strawberry Touch Body Butter Creme Dusche. Ich liebe dieses Duschgel. Ich liebe einfach alles. Ich liebe den Schaum. Ich liebe den Geruch. Ich liebe die Konsistenz. Es ist so ein bisschen fester. Man hat fast das Gefühl, man hat irgendwie Pudding in den Händen. Und ich liebe, liebe, liebe es. Ich liebe es sogar mehr als das in Vanille. Beziehungsweise auch mehr als das in Schokolade. Das ist einfach so mein Go-To-Duschgel oder so. Keine Ahnung. Dann was Haushaltstechnisches, und zwar einmal von Denkmit die Farb- und Schmutzfangtücher. Schutz vor Verfärbungen und Vergrauung für alle Waschmaschinen und Textilien geeignet. Farben bleiben leuchtend, weiß, strahlend, weiß. Finde ich sehr gut. Ich finde es, also ich muss sagen, ich achte nicht so sehr jetzt auf Trennung von Weiß- und Buntwäsche. Manchmal mache ich es schon, manchmal mache ich es nicht. Manchmal haue ich einfach alles gemeinsam rein. Ich weiß, es ist schlecht, aber dann haue ich auch fast 5 Tücher von denen rein. Und ich muss sagen, die verfärben sich gar nicht, was ich sehr, sehr cool finde. Und wie gesagt, also wenn ich wirklich alles in einem reinhaue, dann nehme ich 5 Tücher so circa. Und aber wenn ich darauf achte, was ich rein tue, dann mache ich eins. Oder weiß ich, bei Weiß tue ich auch manchmal eins rein. Und ich finde es wirklich gut. Ich habe es auch nachgekauft. Und machen wir kurz weiter so mit Beauty. Und da habe ich ein Primer, nicht aufgebraucht, aber er ist mir schlecht geworden. Und
zwar von Kiehl's. Es war kein günstiger Primer. Er war sage und schreibe 30 Euro. Und zwar von Kiehl's Micro Blur Skin Perfector mit Lipo Hydroxy Acid Bark and Lentil Extract whatever. Auf jeden Fall war das gute Stück, war es 30 Euro. Ich habe es mir letztes Jahr im Sommer gekauft. Und ich habe bemerkt, dass er sich geteilt hat. Also es ist gekippt, weil wenn ich immer drauf drücke, kommt Wasser raus. Und ja, es ist noch, ich würde sagen, es ist noch zu 70% voll. Aber es ist allein meine Schuld, weil ich keinen Primer verwende. Einfach aus dem Grund, weil ich den Step einfach nicht einsehen zu machen. Weiß nicht. Also keine Ahnung. Und ja, der muss jetzt weggeschmissen werden. Und das tut mir im Herzen weh, weil ich meine, 30 Euro ist halt nicht wenig. Besonders für einen Primer. Und das war jetzt so wieder eine Message an mich selber. Wenn es keine Primer, kauf keine Primer. Weiters aufgebraucht habe ich diesen Essence Eyeliner Pen in Waterproof. Das ist ja dieser Eyeliner, und den ich auch immer wieder verwende und mir wieder nachkaufe. Und ich weiß nicht, ob ich die schon im letzten Aufgebrauch gezeigt habe. Auf jeden Fall war sie in meiner Box. Und zwar ist es von Maybelline Lash Sensational Mascara. Das ist ja diese rosane, beziehungsweise diese violette, was auch immer. Und ich fand sie wirklich, wirklich gut. Ich fand sie am Anfang nicht so gut, weil sie mir zu nass war. Aber im Verlauf der Zeit wurde sie besser, weil dadurch hat sie so ein bisschen getrocknet ist. Ich meine, habe ich aber eine neue Mascara, und zwar von Max Factor, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt kommen wir mal zu Masken. Und zwar habe ich einmal aufgebraucht die Garnier Skin Active Juicy Mask. Das ist ja diese mit Zitrone. Ich muss sagen, ich kann mich nicht an die erinnern. Ich finde, die hat auch keinen Effekt gemacht. Also es war eigentlich gar nichts. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sie irgendwas gemacht hat, und dementsprechend war sie halt für mich nichts und ich würde sie auch nicht nachkaufen. Dann habe ich einmal aufgebracht die Honey Mask von Garnier Skin Active, auch also von dieser neuen Reihe. Und ich muss sagen, ich fand die okay. Ganz ehrlich, wenn ihr so Honigmasken kauft, Leute, ganz ehrlich, kauft einfach stinknormalen Honig und schmiert die aufs Gesicht. Ihr habt mehr davon, als wenn ihr so eine Maske kauft, weil Honig hat viele, viele Benefits. Ich verlinke euch mal ein Video, das ich gemacht habe über Honig. Ich glaube, das heißt Honighex. Ich verlinke euch es unten oder auch hier oben. Und ja, würde ich mir nicht nachkaufen. Dann aufgebraucht habe ich weiter von Merz Spezial die Perle und Hyaluronsäure Maske. Das ist ja diese hier. Die kaufe ich auch immer wieder mal nach. Und ich finde die wirklich, wirklich gut. Ich finde auch, sie spendet viel Feuchtigkeit. Und das brauche ich. Dann noch eine Maske von Merz Spezial, die reinigende Maske. Das ist die mit weißer Ton, Erde und Zink. Einer meiner Lieblingsmasken. Masken. Und die kaufe ich mir immer wieder nach. Dann, weil es aufgebraucht habe ich eine. Nein, nicht aufgebraucht, sondern ich schmeiße sie weg. Und zwar von Shebens, die Cooling Mask Feuchtigkeit. Das war normal eine Limited Edition, meine ich. Und ich fand die Maske einfach schrecklich. Ich weiß nicht, das war einfach. Die hat bei mir total gebrannt. Und deswegen werde ich die auch nicht aufbrauchen, sondern einfach nur wegschmeißen. Dann eine Maske von Dr. Brandt, und zwar die Oxygen Facial Flash Recovery Mask. Revitalizes, Hydrates und Boosts Radiance. Das ist eine Maske, die anfängt, irgendwelche Bubbles zu machen, also so Luftblasen. Ihr tragt sie auf und die geht total auf. Also ihr seht dann aus, als hätte ich irgendwie mit Schaum gespielt. Und ist eigentlich eine witzige Spielerei, aber die kostet auch, es ist ja eine Probe, die kostet aber, glaube ich, 30, 40 Euro für 4 Milliliter, 20, 30 und macht jetzt auch nichts Weltbewegendes, dass ich mir das jetzt irgendwie nachkaufen sollte, wollte, müsste. Also ja, meins ist nicht. Dann habe ich meine erste Black Peel-Off Mask ausprobiert. Und zwar wurde ich eingeschrieben von der Firma May Beauty. Also ich weiß nicht, wie man das noch so irgendwie sehen kann. Es ist hier oben, steht May Beauty. Die haben mir ihre Masken zugeschickt zum Ausprobieren, und ich hatte die Incredible Face Mask Removes Blackheads, Oil, Dead Skin und Impurities Peel Off Matte Mask. Also ich habe das hier, glaube ich, auch auf Instagram gepostet. Auf diesen Instagram Stories hatte ich die Maske drauf. Und ja, ich muss sagen, es tat sehr, sehr, sehr weh. Mir jetzt speziell auf der Nase hat es halt nicht gut gewirkt, würde ich sagen. Also ich hatte doch immer schwarze Mitesser und ich weiß nicht, bei mir hat es halt nichts gebracht. Vielleicht auch, weil ich trockene Haut habe oder so. Ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall hat sie sehr weh getan. Es war eine Spielerei. Ich habe es gern ausprobiert. Und genau, so sieht die aus. Und ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil ich sie eigentlich nicht vertragen habe. Also ich danach meine Haut komplett rot und ich hatte auch so kleine Pickelchen.
Und ja, also für mich ist es nichts, weil ich trockene Haut habe, aber jeder, der es probieren mag, soll es probieren. Ich habe aufgebraucht, das habe ich erst gestern aufgebraucht. Und zwar von Lovely Smile Premium Line. Das ist Bright White Teeth Whitening Stripes. Die habe ich mir bei Amazon bestellt für 15 Euro. Das sind, da kommen ungefähr 14 Stück, also für 14 Tage. Und was kann ich dazu sagen? Ich habe nichts bemerkt. Also ich persönlich habe nichts bemerkt. Und ja, also man trägt sie halt 2 Stunden auf. Also man lässt sie halt 2 Stunden auf den Zähnen drauf. Und man soll vorher aber nicht die Zähne putzen, was ich doch irgendwie doch strange fand. Aber ich habe es gemacht. Und ja, von der Marke Lovely Smile. Ich glaube, ich will es mir nicht nachkaufen, weil ich einfach keinen Effekt gesehen habe. Und für 15 Euro erwarte ich schon ein bisschen was. Habe ich aufgebraucht von Hydrate and the Frizz, von OGX, das Hydrate and the Frizz Kukui Öl Shampoo. Das ist dieses hier, dieses schwarze. Und das war einfach nur schrecklich, schrecklich, schrecklich. Es ist für Leute, die halt trockene Kopfhaut haben, würde ich sagen. Aber nicht für mich. Mich aus dem Fokus. Jetzt bin ich aus dem Fokus. Ich will es mich nachkaufen, weil meine Haare deswegen extrem nachgefettet haben. Es hat einfach nichts gebracht. Und für 8 Euro ist es auch mega toll, dass meine Haare extrem nachgefettet haben. Ich hab sie ständig fast waschen müssen. Ich habe auch immer wieder zu Trockenshampoo gegriffen. Und dieses The Frizz, fand ich auch nicht. Das Einzige, was es gemacht hat, vielleicht war es ein bisschen Glanz. Aber das war auch alles und mehr war da einfach nicht. Und ja, absolute Flop-Produkt. Dann habe ich aufgebraucht einen Catrice Lip Balm. Und zwar war der mal, der ist schon so uralt, aber der ist erst vor kurzem leer geworden. Und es war so eine schöne Farbe, so eine Rosé-Mo-Farbe. Und das passt mir halt voll. Das ist auch so ein bisschen mein Beuteschema. Und das habe ich aufgebraucht und ich bin echt stolz. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal, weil ich ein Lip-Produkt aufgebraucht habe. Und ja, kommen wir jetzt wieder zu einer teureren Spielerei, würde ich jetzt sagen. Und zwar von Dr. Brandt, das Microdermabrasion Age Defying Exfoliator Peeling Renews Skin und Polishes und Smooth Bibble. Das sieht so aus, in dieser schwarzen Packung. Ich habe das bis zum letzten Tropfen aufgebraucht, einfach aus dem Grund, weil das Stück 84 Euro gekostet hat, regulär 84 Euro für 60 Gramm. Ja, ich bin verrückt. Aber es ist so bei mir so Skincare-Produkte, die haben mich so. Also da muss nur irgendwann stehen, neue Haut innerhalb von einem Tag und ich kaufe das, egal wie viel das kostet. Das ist so, so eine Störung bei mir. Ich habe das Produkt gekauft aufgrund von einer Empfehlung von Niki Tutorials. Und ich hätte es besser wissen müssen, weil wie wir alle, glaube ich, Niki Tutorials kennen, macht sie alles irgendwie, entweder sind die Produkte gesponsert oder sie hat Affiliate-Links oder weiß der Teufel was, irgendwas anderes. Und man kann ja eigentlich ganz ehrlich gar nicht mehr vertrauen. Also ich vertraue ihr gar nicht mehr, in Bezug auf fast gar nichts mehr. Und, aber das war vor der Zeit. Und ich habe mir das gekauft und es soll eigentlich so ein bisschen Retexturizing sein. Also eure Haut so ein bisschen neue Textur verleihen, die alte Haut wegmachen und die neue Haut praktisch nach vorne drängen. Und, ja, ich weiß nicht. Ich hatte vorher eins von Kiehl's. Das habe ich mir auch nachgekauft. Also bald kommt wieder ein Haul. Haha, weil ich mal wieder einkaufen war. Und zwar extrem übertrieben habe wieder mal. Und da werdet ihr das Produkt dann sehen. Genau, ich hatte vorher eins von Kiehl's. War viel, viel besser. Das würde ich niemandem empfehlen, nachzukaufen. Also zu kaufen generell. Weil es ist 84 Euro. Es ist echt nicht wert. Das von Kiehl's kostet 47 Euro. Also die Hälfte, fast die Hälfte von dem. Und es ist viel effektiver als das. Also es war ein totales Griff ins Klo-Produkt, würde ich jetzt sagen. Die letzten beiden Produkte sind Wimpernprodukte. Und diesmal habe ich es fertig gebracht, nicht nur die Verpackung zu zeigen, sondern auch die Wimpern selber. Ich habe es nicht weggeschmissen, sondern ich habe es einfach hier reingemacht. Und zwar sind es einmal die von Primark, die ganz normal, die Natural, also für 1,50. Und dann habe ich einmal hier von She Style so diese hier sind auch so Corner Lashes und wie man sehen kann, habe ich die mir so ein bisschen zurechtgeschnitten, weil die mir doch für das ganze Auge zu krass sind. Ich schneide sie mir so ein bisschen zurecht. Ich mag die beide sehr gerne. Ich mag die und ich mag auch die. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, welche ich präferieren würde. Ich mag beide sehr gern. Beide sind günstig. Das eine kostet 1,50 und das andere bin ich gerade aus dem Fokus. Die hier kosten ca. 3 Euro und ich mag beide einfach. Und ein Produkt habe ich fast vergessen zu zeigen. Und zwar von Essence habe ich diesen Essence Studio Nails Ultra Nail Repair Speziallack mit Keratin. Das ist noch diese alte Aufmachung.
Und ich muss sagen, ich fand den Nagellack wirklich, wirklich sehr gut. Es war bei mir immer so ein Basecoat, weil meine Nägel sind mittlerweile sehr, sehr, sehr lang. Also ich hatte sie früher immer kürzer, aber mittlerweile gefällt mir halt dieses lange mehr. Und ich hatte das also immer als Unterlack und ich fand es auch wirklich gut. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass meine Nägel stärkt. Und ja, also es ist nicht ganz aufgebraucht, einfach aus dem Grund, so typisch Essence. Es zieht Fäden. Ich kann es nicht mehr auffangen, weil es dann Fäden zieht. Dann habe ich die hier so Bläschen, das sieht halt nicht cool aus und schön schon mal gar nicht. Und genau, deswegen wird das weggeschmissen. Für sich ein gutes Produkt halt nur, das zieht immer mal Fäden. So, Leute, das waren jetzt meine aufgebrauchten Produkte. Ich hoffe, ich war nicht so schnell. Meine Kamera zeigt mir gerade an, dass ich fast 20 Minuten geredet habe. Mir kommt es eigentlich viel, viel kürzer vor. Whatever. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Überblick über die Produkte geben. Wenn es nicht noch länger wird, danke ich dir natürlich wie immer fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich über Daumen hoch freuen, falls ihr kein Abonnent von meinem Kanal seid. Genau. Ich hatte kurz so einen kurzen Brainstop. Falls ihr kein Abonnent von meinem Kanal seid, könnt ihr meinen Kanal unten abonnieren oder hier auf der Seite irgendwo. Und dann sehen wir uns wie immer in meinem nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Auch schon lang und auch schon lange, lange lang und auch schon lange, lange auf YouTube gehypt. Und auch schon lange, lange auf YouTube gehypt. Aber ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Überblick über die Produkte nehmen. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Überblick über die Produkte. Ich hoffe.